Wir haben einen eigenen Namen für niedrige Schuhe. Wir nennen sie Halbschuhe. Die hohen Schuhe nennen wir Stiefel. Aber wir verstehen den Unterschied zwischen hoch und niedrig nicht. Das ist leicht zu erklären. Verstehen Sie alle den Unterschied zwischen lang und kurz? Ja, mein Herr, wir haben diese beiden Wörter oft in unseren Lektionen benutzt. Sehr gut. Wenn wir einen langen Gegenstand in vertikale Lage bringen, dann nennen wir ihn hoch. Und wie nennen wir einen kurzen Gegenstand in einer vertikalen Lage? Wir nennen ihn niedrig. Wir verstehen nun den Ausdruck niedrige Schuhe und hohe Schuhe. Sehr gut. Ich will nun die Klasse entlassen. Aber vorher will ich Frau Schleif für ihre freundliche Hilfe danken.